Was ist das? Ein blauer Bildschirm hinter der Tür? Oh nein, es hat nur noch nicht fertig geladen. Bei Let's Play Dark Souls. Uah. Willkommen in einem Bereich. Ich halt's nicht aus. Ich auch nicht. Wo ich mich schon vor Anfang an gefürchtet habe, es irgendwann mal aufnehmen zu müssen. Wie ihr an meinen Seelen sehen könnt, ich konnte es nicht lassen und habe doch noch was gefarmt. Graue Bröckchen. Und, also ich habe sie nicht ausgekotzt oder sowas. Wegen der Bröckchen. Aber ich konnte genug sammeln, um das Uchiga-Turner auf plus 14 zu bringen. Ich habe es nicht gewagt, die Scholle zu investieren, deswegen nur plus 14 und nicht plus 15. Und ich hatte noch eine weitere Finsterhand. Ja, wäre ich Lorna Zorro, könnte ich mir jetzt irgendwie einen Handschuh in den Mund nehmen, um besser das Schwert packen zu können. Und ich habe den Ferris-Bogen noch mit einem dritten grauen Brocken, den ich gekriegt habe, auf plus 1 hochgedingst. So. Und und ich habe mir noch ungefähr 300 Pfeile gekauft durch die ganzen Seelen, die ich übrig hatte. Ja, komm, Fetti. Moment, das bin ich. Verdammt. Ja, ich mache hier enormen Schaden. Moment, das reicht nicht. Das reicht nicht. Verdammt, ich sollte... Reicht das jetzt? Hau rein, Junge. Puh. Ja, das ist echt praktisch hier. Warum hasse ich das Gebiet? Weil sie Jauchküchlein hinterlassen. Nein. Ihre Exkremente. Ich weiß es nicht. Nein, warum hasse ich das Gebiet? Es ist unübersichtlich wie eine 200-etagige Hölle aus Dantes Inferno. So, komm her. Ja, sehr brav. So, jetzt stechen wir ihn mal. So, da stechen hin, wo es weh tut. So, das geht auch schneller. Und ist angenehmer für die Konsistenz meines Schildes. Meines Schildes ist grammatikalisch hoffentlich richtig, wenn man sagt, dass es der Schild ist und nicht das Schild. Das Verkehrsschild, das Informationsschild, aber der Schutzschild. Ja, viele machen den Fehler, ich auch. Es tut mir leid, aber ich... Mein Gequassel ist kacke, manchmal. So, nachdem wir diese Riesen hier umgebracht haben, möchte ich mich... Wir geben nur 500 Seelen. Seht ihr da... Ne, da hinten klettert was. Okay, hinter dem, was klettert, ist etwas, was schießt. Und, man sieht es kaum, weil es ein Blasrohrschießer ist. Und diese Viecher... Aua. Mag ich nicht, wenn sie das machen. Und einen umarmen... Oh Gott, da kommt ja noch einer. Einen umarmen wollen, ist das schlecht für die Gesundheit, weil da hilft auch kein Schild gegen. Sie kümmern sich um einen, indem sie einen nicht ins Öhrchen flüstern. Num, 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 ram, nam, 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 lecker, lecker. So, ihr seht den Typen da hinten. Der, wenn der trifft, seht ihr schon, dass sich die Giftleiste auffüllt. Wobei das vielleicht jetzt nicht die Giftleiste ist, sondern die unendliche Tödlichkeitsgiftleiche, Leiste, meine ich. Dafür sind das einmalige Gegner und sie kommen nie wieder. Wo kommst du denn her? Egal, du kommst auch nie wieder. Naja, eigentlich kommt er doch wieder. Aber nur, wenn ich mich am Leuchtfeuer unterhalte, raste und so weiter. Moment, unten ist so ein Sackgesicht. Blöd ist jetzt runterklettern. Aber ich weiß nicht, ob ich... Wo kommt der denn her? Könnt ihr nicht mal anklopfen hier? Naja gut, ich habe die Tür ja nicht zugemacht. Das ist ja oft, ne? Dann klopfen sie halt bei mir an. So, komme ich hier runter, ohne dass er mich vergewaltigt da unten. So, Bombs! Bombs, Bombs, Bombs runter, Bombs! Und jetzt erledigen! Ja, hier, schrei ruhig. Schrei dein Todesschrei. Ja, ha, ha, ha. Hau zu, Mann. Oder stech rein. Ist mir egal. Nadelkissen-Gegner. Ja, unsere neuen Standardgegner. Es gab Leute, die haben gesagt, naja, beziehungsweise ich hatte propagiert. Ich liebe das Gegnerdesign in diesem Spiel. Die sehen so geil aus. Ich glaube, es war Sano, der das sagte. Also ich meine, der folgendes entgegnete. Aber Final Messenger 13. Ich bin so ein armer, unschuldiger Junge. Und außerdem, die Gegner sehen doch alle gleich aus, diese ganzen skelettartigen Standardgegner in ihren Rüstungen. Ja, aber das war das erste Gebiet. Ich meine, komm schon, das ist das erste Gebiet, das ist ein anderes Gebiet, also andere Standardgegner. Die wiederholen sich ja auch, ich meine, trotzdem sehen sie cool aus, oder etwa nicht. So, und die andere Sache war die, ich habe so ganz unschuldig, so wie Sanu halt, bewegliche Brücke, habe ich gefragt in der letzten Folge, wie sieht's aus? Soll ich meine 4 Punkte in Stärke investieren, damit ich meinen dicken Prügelknaben, meinen Umklöpper, meinen Schnetzelfreund, den Mixer, naja, nicht ganz, jedenfalls das dicke, dicke, dicke Ritterschwert, dass ich das einhändig führen kann, weil es ein dicker Klöpper ist.
Der Kasalte sagte: Ja, Final Messenger 13, tu es, tu es, tu es, investiere die Punkte, nimm sie dir mit! Nimm mir jetzt das hier auch mit. Oh ja, meine Ninja-Ausrüstung, so wie ich sie bezeichne. So, dieses erste gescheite Upgrade, glaube ich. Die Schattenmaske. Das Schattengewand. Die Schattenstulpen. Und die Schattengamaschen sind so dunkel von innen, dass man selbst Rallye-Streifen nicht erkennt. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ich meine hoffentlich nicht. Ich meine, ich weiß auch nicht, was ich meine, weil ich noch nie gesehen habe. Schon gar nicht, gehen wir nun einen anderen Weg. Also ab hier fängt es dann an, wo ich überhaupt nicht mehr durchblicke, wo ich jetzt lang muss. Und ich habe das Gebiet jetzt schon ein paar Mal durchgespielt und ich habe immer noch keine Ahnung. Moment, komme ich hier noch... Das Problem ist, wie komme ich jetzt wieder zurück? Wo ist der Rückweg? Weil ich will ja eigentlich noch was anderes besorgen hier. Moment, vielleicht hätte ich auch die Leiter hier. Moment. Nee, Moment. Rohr? Rohr? Wieso Rohr? Nix hier Rohr. Kommt gefälligst her und macht hier nichts Rohr. Das ist das Problem. Die Gegner kennen einen von Weitem manchmal. Man hat keine Ahnung, wo die gerade rumläufen. So. Wie gesagt, es ist hier so ähnlich wie bei den Geistern. Ich muss mich langsam vorarbeiten. Ich laufe doch wieder weg. Also bei dem Gegner, der gerade da langgelaufen ist. Oh, ich greife dich jetzt an. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich zu dir komme. Ja, ich habe ja auch keine Ahnung, wie ich zu dir komme. Aber sie machen irgendwelche Sachen kaputt. Das ist das, was man sich als Spieler in die Hose macht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da kommt ein Gegner. Irgendwo ist hier ein Gegner. Irgendwo kommt hier ein Gegner. Aber wo kommt der denn? Da oben. Tolle KI. So, jetzt muss ich hier ein bisschen schabringen. Washer. Damit ich hier weiterkomme und nicht runterfalle. Oh Gott, Feuerhund, Feuerhund. Töten den Feuerhund! Der kann nämlich Feuer spucken. Oh, was machst du da? Hört sich an, als würden sie sich übergeben müssten. Hört sich an, als würde ich mich übergeben müssen, weil ich hier einfach nicht... Wie habe ich den erwischt? Aua, das ist es. Das ist es, jetzt leckt er an mir. Er leckt an mir. Weg da, weg da. Hör auf damit. Ich habe ihn doch erwischt. Wieso hält er so viel aus? Warum bist du nicht froh, dass ich noch ein paar extra Estus-Flakons habe? Meine Nase tropft übrigens mir gerade in den... Lassen wir das. Wir hatten schon genug Rallye-Streifen und Gedöns. So. Jetzt hoffe ich, ich komme... Ja, ich erinnere mich gerade. Zumindest ein bisschen. Der Typ hier... Man kann ihn sein lassen, man kann ihn aber auch tot lassen. Ich meine, tot mache. So, komme ich von hier aus wieder zurück? Entschuldigung. Gerade tiefes Einatmenbedürfnis gehabt. So, hier ist nix. Zumindest sehe ich hier nix. Oh, ich hasse dieses Gebiet. Ich hasse es wie die Pest. War das hier das... Oh. Ja, wenn man hier fällt, dann fällt man tief. So, war das hier auch ein Einstürzungsdingen? Ich werde ja aber auch bei Weitem nicht alle Schätze finden, denke ich. Das, die sind breit versteckt, breit verstreut. Ich habe keine Ahnung. So, hier war ich anscheinend schon. Verdammt. Ich will wieder zurück. Ich will noch ein Schätzelein besorgen. Komme ich hier? Nein, natürlich nicht. Stellt ihr für mich irgendwo eine Leiter hin, bitte? Oh Gott. Genau deswegen mag ich es nicht. Ich brauche jetzt Ewigkeiten, um den bekloppten Weg zurück wieder zu finden. Wieder hier lang. Hier entlang, ohne zu zögern. So. Dann schaffen wir uns nochmal einen Überblick. Da ist irgendwas Grünes. Ja, vielleicht müssen sie sich doch übergeben bei dem... Okay, ja. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhig bin, aber... Moment, da springe ich jetzt mal rüber, oder? Ja, springe ich mal rüber! Oder rolle mich rüber! So, hier war keine Leiter. Man kann Leiter, das habe ich, das ist LP vom Kommentator. Grüße an dieser Stelle. Obwohl, der guckt es, glaube ich, nicht. Das hat der Schwatt geschrieben. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich grüße ihn einfach trotzdem. Vielleicht, krass Alter, du guckst ja auch seinen Krams. Kannst du ihm meine Grüße unter irgendeinem Video von ihm ausrichten. So. Habe ich kennengelernt, dass Fackeln Leitern andeuten... Aber, leider Gottes, bringt mir das jetzt gerade immer noch nicht viel. So, also wenn jetzt alles nichts geht, dann muss ich wohl auf, darauf zurückgreifen, dass ich dann sage, so, das tut mir jetzt furchtbar leid, liebe Leute, aber... Ich, Moment, das ist eine Leiter, oder? Da ist eine Leiter. Da muss eine Leiter sein, da ist eine Fackel. Wie komme ich denn in das scheiß Gebäude rein? Macht gefälligst auf! Nee, ich will doch nur da rein. Schnüff. Wollen wir reinlassen? Nö, wollen wir nicht. Okay, wenn ich einen Weg gefunden habe, bin ich wieder da. Ach ja, noch was vielleicht zu den vier Stärkepunkten. Der Elmerlab sagte noch dazu. Nein! Final Messenger 13, nein! Wie kannst du es wagen? Nein! Du sollst diese Punkte nicht investieren. Da machst du mein Bild mit kaputt. Nein! Was für ein Bild? Ich habe kein Bild an der Wand, nur Poster. Also kann ich es kaputt machen.
Nein, also meine Ausrichtung, aber na gut, das sind vier lächerliche Pünktchen. Keine Ahnung. Verdammt, wie komme ich da hinten hin? Komme ich hier irgendwie an der Seite vorbei? Nein, natürlich nicht. Ja, ich werde wohl oder übel hier nochmal unten springen langen müssen. Moment, hier unten kann ich doch langlaufen, oder? Ja, genau, hier geht's weiter. Das ist ein Leuchtfeuer. Okay. Ach Gott, ich. Moment. Okay, das ist das Leuchtfeuer, was die Hälfte dieses Weges indiziert oder anzeigt. Sagen wir es mal so. Ach, da hat der. Okay, hier ist, glaube ich, der. Hier ist der Weiterweg, oder? Ja, hier ist der Weiterweg. Gut. Dann ist hier der Rückweg. Gut. Okay, dann merkt euch hier die Position des Leuchtfeuers, weil da werde ich dann, wenn ich das denn überlebe, offscreen hingehen. Auf der anderen Seite. Könnte sein, dass ich sterbe, dann muss ich den ganzen Weg wieder zu Fuß laufen. Aber ich habe auch keine Lust, das Leuchtfeuer jetzt zu benutzen, um dann damit alle Gegner, die ich jetzt ausgeschaltet habe, auf dem Rückweg wieder umbringen zu müssen. So, und jetzt eventuell. Lasst mich hier irgendwo hoch, Mann! Muss doch irgendwo hochgehen. Aber vielleicht muss ich das erst runtergehen. Geht ja, könnte ja auch sein. Egal, gucken wir uns nochmal hier unten um. Moment. Das sind Gegner. Geh wieder hoch! Geh wieder hoch! Geh wieder hoch! Lass. Au! Lass meine Füße dran, ihr Penner. Wenn ich hier wenigstens gescheit runterschießen könnte, dann. Ist das ein Hund, der gerade. Ah, da kommt schon der erste Besucher hoch. Willkommen bei Playmobil. Wieso lebt der noch? Nein, bitte nicht fressen. Oh, danke, dass du mich nicht gefressen hast. Die halten was mehr aus als andere Knaben, fürchte ich. So, jetzt. Da Hunde leider keine Leitern. Naja, was heißt leider? Aber wir können auf dem Köpfchen landen und es dann umbringen. So. Oh, wie ich die kleinen Mistviecher hasse. So. Gucken wir mal. Aha. Ah ja, das sieht jetzt schon mal fast richtig aus hier, wo ich lang bin. Gehen wir mal ganz sachte hin. Ach ja, genau. Lila Moosblumen mit Klumpe oder sowas. Jedenfalls habe ich mir es so gedacht. Ich werde den Zufall, naja, wenn man das Zufall nennen kann, man kann es auch Inkompetenz nennen, werde ich entscheiden lassen, ob ich diese vier Stärkepunkte investiere oder nicht. Jetzt würdet ihr euch vielleicht fragen, wie denn? Da sage ich ganz einfach. Wenn ich die Reise nach unten in den untersten Bereich von Schandstadt überleben sollte, mit allen Seelen, boah, das heißt, wenn ich sterbe, muss ich natürlich wieder meinen Körper finden und so weiter und die Hunde umbringen. Dann werde ich diese vier Stärkepunkte investieren. Wenn ich das nicht schaffen, werde ich diese Punkte nicht investieren. Aber ich würde gerade gerne eine schöne Sache noch mitnehmen. Wenn ich sie denn finden würde. Diesen scheiß Rückweg. Moment, geht's hier noch weiter oder nicht? Ja, hier gibt's viele Slowdowns. Tolle Aussicht. Nein! Ist die Aussicht in viel Rotz. Ansonsten muss ich den Weg nochmal ein andermal antreten, wenn ich den Weg einfach nicht finde. Ich finde ja schlicht und ergreifend dieses. Da war eben so ein Haus mit Leiter. Ach, hier geht's noch weiter. Ja, was soll's. Ich werde mich nochmal irgendwann anders hier hinbegeben und dann hoffentlich dieses Gegenstand-Ding mitnehmen. Ich finde nämlich hier nie den scheiß Rückweg. So, apropos Rückweg. Ich glaube, es ist das Einzige, was noch offen ist. Der Weg zum Leuchtfeuer. Und das werde ich offscreen machen. Mein Rumgeirre hier könnt ihr euch wahrscheinlich schon nicht mehr mit antun. Tut mir leid, ich wusste, dass ich inkompetent bin und deswegen habe ich mich vor dem Tag gefürchtet, an dem ich das hier aufzeichnen muss. Die Schandstadt. Die Bretterbude. Bis gleich. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an diesen komischen Steg hier, wo ich vor ein paar Minuten noch drüber gelaufen bin. Ich weiß nicht, wie grenzdebil man sein kann, aber hier ist eine Leiter, die geht nach oben. Das ist wahrscheinlich auch die, die ich von der anderen Seite gesehen habe. Und wenn ich hier oben angekommen bin, bin ich quasi auch da. So, vielleicht habe ich es nicht erkannt, dass ich da war, sondern dachte, ich müsste noch höher gehen. So, ich möchte noch an diesen Gegenstand herankommen. Könnte tödlich enden. Wird's wahrscheinlich auch. Muss aber nicht. So, ich brauche Anlauf und muss diese grenzdebile Sprungtechnik beherrschen. Springen! Und. Wow. Ich fasse es nicht. Im ersten Versuch bekomme ich das. Aito. Hat wohl ein Bayer irgendwie geschrieben. Das benutzt ja nur Vokale. So, jetzt komme ich da drüben, hoffentlich irgendwie noch runter. Nicht in den Abgrund rein. Und dann bin ich auch beim Leuchtfeuer, Schätzelein. Ja, eine weitere Agilitätswaffe, würde ich mal nennen. Da wir jetzt noch ein paar Minütchen zur Verfügung haben. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr bis zum nächsten Leuchtfeuer schaffen. Was eigentlich eine schöne Möglichkeit wäre, einen Schnitt zu machen. Aber man kann ja hier jederzeit speichern. Nur wenn man stirbt, muss man halt nicht an jeder Stelle wieder zurückgedingst. So. Mal sehen, ob.
Nein, ich sollte auch zielen. Zielen. Auf den Kopf des... Dankeschön. Ja, die habe ich eigentlich alle schon... Moment. Verdammt, die hat... Verdammt! Die schön... Ah, Mist, das hätte ich jetzt schön demonstrieren können. Wenn man hier ein bisschen zurückgeht, haben die eigentlich so viel Geschwindigkeit drauf, die Gegner hier. Dass die ja manchmal schön in den Abgrund laufen. Also jetzt nicht unbedingt der da, sondern die bekloppten Hunde. So, und wenn man hier ist, geht man am besten wieder... Achtung, Gram. Wieso Gram? Achso, wegen dem da. Nein. Gram, wegen dem blöden Sniperman. Weil Sniperman kann wieder ordentlich Vergiftung verursachen. So, es gibt hier auch einen etwas schnelleren Weg rüber, aber der ist auch ein bisschen gefährlicher. So. Oh, was haben wir denn... Blocken und runter und runter. So. Oh, mit dem Würmchen da würde ich gerne mal Skat spielen. Keine Ahnung warum. Er kann seine Karten hoffentlich nicht richtig halten. So, jetzt muss ich mal überlegen. So, die Leiter übersehe ich meistens. Das ist nämlich der richtige Weg. Den übersehe ich nämlich immer. Deswegen erstmal hier entlang. Na, wobei, was heißt richtiger Weg? Ich muss jetzt. Hallo? Ja, das macht einen immer ein bisschen. Wie soll ich sagen? Oh, da kommt... Da ist er, ja. Wenn man denkt, oh ja, da geht man hier ein bisschen rum und dann gerät man direkt irgendwann mal in den Hinterhalt. Was ist das da drüben für ein Spacko? Läuft der gerade im... auf... dem Gegner rum? Seht ihr doch, oder? Da bei dem Viech, was an der Wand hängt. Ja, ich habe mir ein Laufband erfunden. Hier zum Training. Ja, wenn ich das machen würde, wäre ich tot. Weil das Vieh mich auffressen würde. Ja, vielleicht mögen die kein zähes Rotzfleisch. Oh, hier ist ja noch einer. Das ist nicht der, der uns beschossen hat, glaube ich zumindest. Ja, es wäre schön, wenn sie uns auch das Zeug droppen würden. Welches man... Ah, ja, doch. Moment. Welches man braucht, um diese Supervergiftung wegzukriegen. Nämlich man mit diesem normalen Zeug kriegt man es nicht weg. Dazu braucht man das Zeug mit Blume. Und hier einer meiner Lieblingsschilde, das Adlerschild. Es ist ein großes oder Großschild, was eine recht hohe Haltung heißt, das glaube ich bei den Schilden, ne? Recht hohe Haltung hat oder ziemlich große Haltung hat. Mehr als, als mittelgroße Schilde. Aber auch noch vergleichsweise leicht ist. Hat leider Gottes im Vergleich zu anderen Riesenschilden. Moment, wo ging das jetzt hier nochmal? Ich habe ja gesagt, dann ist der Weg, den ich nie finde. Deswegen finde ich den jetzt gerade auch wieder nicht. Moment, das war hier hinten. Ja, da ist die Fackel, gut. Ach Gott, hier mach mal Platz für den Meister hier. Ja, schön zu Boden gehen. Schön zu Boden. Jetzt nach links, sonst vergesse ich mich. Ja, wunderbar. Schön, dass sie sogar beim Sterben auf mich hören. Die wissen halt, wer der Meister ist. So, mit genug Pyromantie könnte ich... Ich könnte auch mit denen mit dem Bogen platt machen. Aber, haha... Wir nutzen andere Mittel und Wege, liebe Freunde. Wenn ich den Weg mal wieder finde, dann laufe ich nämlich auch meistens dran vorbei. Ugh. Ja, ich habe wahrscheinlich schon den einen oder anderen meckern hören. Fallmester 13, du hast über 100.000 Seelen. Wie kannst du es wagen, die einfach eventuell zu riskieren? Ja, ich bin halt Risikoman, ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Anspannung nicht... So fein. Moment, das ist der... Oh, das ist nämlich immer der Weg, den ich übersehe. Warum auch immer. Hier geht es nämlich zu einer kleinen Öffnung. Und diese Öffnung geht es irgendwie auch mal hoch, wenn man intelligent genug ist, da lang zu laufen. So, dann kommt der da und dann stirbt der da. Nicht. Au, Double KO wäre das fast gewesen. Oh, schön hier drüber, 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 drüber. Schön hier runter, 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 runter. Schabung. Moment, ist da hinten was? Nein, da ist nur nix. Ah, jetzt, ja. Da ist er doch. Hier. Hat sein Training beendet. Und von hier aus kriegt man das Vieh auch ohne zu treten tot. Puh, Gott sei Dank bin ich hier nicht runter rausgefallen. Ja, wozu ist das Ganze jetzt gut gewesen? Man kommt an die Leiche hier ran. Für Pyromantie, innere Kraft. Innere Kraft ist so, so was, was ich mit einem... Vom Style her... mit einem Dunkelritter aus Final Fantasy vergleichen würde. Es erhöht die Kraft, aber man stirbt dabei, weil es Lebenspunkte kostet. Schön. Nicht schön. Das Blöde ist, der hat mich schon so oft runtergeprügelt, der Bastard. So, jetzt kommt auch noch sein kleiner Freund, der Pumuckel. Hurra, hurra, der Pumuckel stirbt wieder da, hurra. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Freund. Droppst du was? Nein.
Die können, wie gesagt, glaube ich, Seelen droppen. Hat, glaube ich, eben noch einer mal gemacht. Noch ein Sterbungsgarant. Nein, nein oder nein? Nein oder nein? Nein. Doch, also erstmal hier runter. Aber da muss ich mal auch wieder, ich glaube, das war der Elmer-Lapp oder einer von seinen Lappen, der mir gesagt hat, hier unten kann man runterfallen. Und ja, wenn man das mal tun, das mag ich nicht. Das kann jetzt ein Todesurteil sein, aber ich riskiere es. Ich werde mal hier runterfallen und der Nebeltür sein lassen. Aha! Castlevania! Ich muss jetzt sterben! Boah, ich hasse solche Runterfallpassagen. Doch was erwartet uns hier hinter? Wird die Peitsche gut sein? Wird es Zuschauer geben, die Peitsche in Yen sehen wollen? Das erfahren wir eventuell in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls. Bis dahin wünscht euch der Final Messenger 13. Was mache ich hier? Freude. Freude schöner Götterfunken.